Hallo und willkommen zurück zu King Arthur Knight's Tale Rising Eclipse. Und dieses Mal werden wir die Mission Der Fomorische König angehen bei Dinas Povus. Povus? Oder so. Wir haben jetzt wieder die Charaktere ein bisschen umgetauscht, nehmen den Mordred wieder mit, den Lanval wiederum nicht, weil der ein bisschen zu unflexibel war, würde ich behaupten. Der Balen hat nun auch einen Gegenstand, womit der Untote zermatschen kann, was wahrscheinlich jetzt in der Mission eher irrelevant sein wird, aber das hier ist, glaube ich, schon ziemlich ordentlich, das haben wir neu. Und den Ring, um Untote zu zermatschen, hat unser Schütze, der Gereint. So, dann kurze Beschreibung hier. Es ist Zeit, sich einem der mächtigsten Fomorier von allen zu stellen, der Gerüchten zufolge nur von Baelor übertroffen wird. König Bre, der Herold des einäugigen Gottes, wartet. Ressourcenbelohnung und, okay. Einfach nur besiegeln den König, okay. Dann schauen wir mal, ob wir hier nur einen Bosskampf haben oder ob wir den, ähnlich wie die anderen, auch erstmal durch den Dungeon jagen müssen. Das sieht nach Bosskampf aus. Naja, ist das nicht dasselbe, was wir schon mal in der anderen Erweiterung hatten? Okay. Also dann wohl ein bisschen kürzer, wenn wir das denn schaffen. Ja, müssen wir mal gucken. Was kann der denn Schönes? Immunität gegen Rückstoß. Ja gut, ist irgendwie klar und Niederschmettern auch. So, ein einzelner Nahkampfangriff, der einen Bereich von 2x2 Feldern Schaden verursacht. Okay, das ist ein normaler Angriff. Da, der schlägt mit allem drumherum. Okay, verursacht Schaden in einem kegelförmigen Bereich. Mhm. Dann haben wir Knochenkäfig. Wird betäubt und ist während der Dauer immun gegen andere Effekte. Naja, da müssen wir den Käfig zerstören. Verursacht Schadenbereich von 3x3 Feldern. Verursacht Niederschmettern. Zwei Züge lang Schwäche. Mehrere Wargen. Oh Gott. Verursacht Schaden im Bereich von 2x10 Feldern und setzt einen Boden. Okay, also wir müssen wahrscheinlich einen auf der einen und den anderen auf der anderen Seite stellen. Die können aber jetzt für die erste Runde da auch gar nicht so viel tun. Der hat physische Schadensresistenz 100% und mental 85%. Das heißt, da mit Stunnen und so weiter werden wir ja auch eher wenig anstellen können. Die erste Runde, oh, hatte ich... Ja, die Tränke sind aufgefüllt, da werden wir dann alles raushauen müssen. Wir werden jetzt erstmal... damit können wir danach nichts mehr machen quasi. Wir könnten da hinlaufen. Wir können aber natürlich auch gucken, dass wir einfach den zu uns kommen lassen. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Der ist ziemlich fix, aber... Damit sparen wir uns eine Menge Schaden. Glaube ich. Und können den danach ordentlich angreifen. Das klingt gut, glaube ich. Da müssen wir bloß... das irgendwie so schaffen. Also der kann da jetzt nicht angreifen. Dann machen wir erstmal so einen Angriff. Der profitiert jetzt nicht so wirklich davon abzuwarten. Ja, schocken wir den, aber ich glaube, das bringt hier nicht so wahnsinnig viel. Wir könnten den auch vergiften. Ach, das hat jetzt auch nur die Rüstung abgezogen.
Ja, 100% Widerstand, das ist nicht so super lohnenswert. Der kommt bis zu diesem Häufchen. Also müssten wir beispielsweise dahin. Dann gucken wir mal darüber. So. Dann machen wir das hier ähnlich. Wir werden erstmal ja, den damit verlangsamen. Durchkommen tun wir da sowieso nicht. Würden wir dem damit überhaupt Schaden anrichten? Wahrscheinlich nicht. Also ist der damit auch im Endeffekt ein bisschen verschwendet. Wie viel Rüstung hat denn der? Noch 83. Alter Falter. Den Nebel haben wir jetzt mit dem. Ja, solange wir ja überhaupt nichts machen können. Was wir aber... Okay, wir könnten den hier machen. Eventuell können wir den damit sogar erstmal weghalten. Machen wir einen dahin und einen dahin. Dann muss er sich entscheiden. Und eventuell können wir den sogar damit komplett in die Irre führen. Dann machen wir den da drauf. Naja. Und den auch noch. Das ist möglicherweise etwas verschwendet, wenn der jetzt nicht brennt. Naja, das ist nicht durchgegangen. Okay, dann müssen wir nochmal gucken, wie weit kann der laufen. Der ist jetzt auf jeden Fall schon geslowt. Okay. Dann packen wir den mal dahin. Ja, das ist außer Reichweite. So. Und die müssten wir jetzt aber auch wegsetzen. Wir könnten einmal nach vorne gehen und schlagen und dann wieder weg. Das machen wir auch. Dann kriegen wir jetzt hier zumindest ein bisschen angebracht. Wir sind auf 50 runter. Und er ist weiter geslowt. Wir müssen gucken, dass wir nicht zu weit weglaufen. Gehen wir mal dahin. Mhm. Naja, und der kann im Endeffekt nicht viel machen. Wir gehen da hin. Wenn der sich da hinten jetzt mit denen beschäftigt, dann haben wir natürlich einfach nochmal eine Runde gut. Und danach kann der aber eben auch Schaden machen und direkt die Würmer casten. Und wenn wir das einmal da ans Laufen bekommen, dass der nur mit neuen Beschwörungen beschäftigt ist, dann ist es sowieso... Ja... Der trifft aber nur einen, oder? Ja. Mhm. Ja, ist zwar nicht so nett. Und leider können wir jetzt da auch nichts machen, um das zu entfernen. Aber... Okay. Die Frage ist jetzt, ob wir... Doch, können wir... Da kommen wir aber immer noch nicht durch. Ich würde den ganz gerne aber anzünden. Wir müssten jetzt irgendwo hin. Ja, gehen wir da hin. Hm. Der könnte da aktuell hin. Der kann da nichts machen. Na, den kann ich da jetzt aber auch nicht mehr weiter. Das ist nicht so gut, aber ich glaube, der wird die Illusion zuerst angreifen. Wir machen mit dem nichts mehr. Wir könnten den hiermit theoretisch frosten, aber ich glaube, auch das bringt vermutlich nichts. Ah, wir können es mal probieren, aber ich glaube, das macht... Doch, der hat 85% mental. Der Frost hat ihn verlangsamt. Okay, also das hat dahingehend was gebracht. Das heißt, der kann nur den angreifen und wir können jetzt...
den damit ans Brennen bekommen. Wunderbar. Ja, das hier ist natürlich sehr ärgerlich. Wenn der jetzt nochmal angegriffen wird, dann geht's dem nicht mehr so prall. Okay. Okay. Das ist aber jetzt hier kein Problem. Ich hoffe, dass der Schaden nicht jetzt auf den Mordred. Okay, das passt. Dann müssten wir mal schauen, wie wir die am besten platt bekommen. Das hier wäre eine Option. Super viel Schaden ist das aber auch nicht. Wir werden dem aber jetzt hier erstmal wieder wen Neues hinsetzen. Oh, da ist auch noch einer aufgetaucht. Okay. Ja, es ist natürlich etwas blöd, dass die da eins auf Entfernung sind. Damit treffen wir den nicht. Wie weit schnell sind die denn? Und die können auch nicht springen. Dann machen wir das. So, dann... Ja, der wird sowieso den erst dann noch angreifen wollen. Dann machen wir unseren Blitzi hier. Die müssten auseinander, damit ein Laser dann entsprechend nicht direkt beide killt. Und die drei würden dann quasi direkt sterben, wenn wir das da drauf machen würden. Alternativ könnten wir auch den machen. Dann hätten wir noch ein paar Punkte übrig. Ja, machen wir das so. 1, 2, 3. Und können jetzt nochmal Illusionen uns holen. Machen wir das so. Und den hier hätten wir theoretisch auch wieder bereit für die nächste Runde. So. Und die stehen eigentlich ganz praktisch hierfür. So. Der hat zwar Bewegungsfreiheit, aber... Das ist wahrscheinlich egal. Okay. Den Rest sparen wir, das macht alles keinen Sinn. Ja. Okay. What's it gonna be? Na, der da hinten ist ein bisschen blöd. Und da steht einer im Weg. I can take them all. Den setzen wir. Da könnten wir jetzt erstmal. For King and Country. Ja, den hier mit debuffen. Und das noch mal runternehmen. So. Your command. Das müsste aber eigentlich sogar genau reichen, um den zu killen. So. Der stirbt jetzt eh. Der kann uns egal sein.
What's it gonna be? Naja, der kostet alles bis auf 1. Plus 30% Waffenschaden könnten wir jetzt da drauf machen. Aber es ist eigentlich immer noch zu dünn. Ich glaube, das machen wir lieber in der nächsten. Also das könnten wir jetzt hier drauf machen. Dann treffen wir den auch noch. Das ist in Ordnung. Aber wir machen dann... wir haben ein bisschen jetzt das Problem, dass die Kleinen... die... ja, unsere... Moment, der stirbt. Wir können nicht genug Decoys bauen und der ist dann schon in ziemlicher Gefahr. Der kann aber nicht mehr anstürmen. Aber tot kriegen wir den auch nicht. Und ich kann wahrscheinlich... vielleicht können wir doch zwei bauen. Ich setze mal den einen dahin. Damit ziehen wir den weg, leider nur. Wenn wir... das sind 18 Schaden. Das reicht halt nicht, um damit... doch, das müsste reichen. Damit den Cooldown zurücksetzen. Der ist nicht mehr am Brennen. Aber da machen wir auch den vollen Schaden. Okay, machen wir eins, zwei und dann machen wir einen da drauf. Damit hätten wir den jetzt nochmal. Der muss sich dann entscheiden. Und wir setzen... wir setzen den mal hier vorne hin. Nee, das ist blöd. Naja, das könnte ungesund sein, aber für den Merlin eventuell. Vielleicht sollte der sich wegporten. Da könnte theoretisch der Laser dann durchgehen, den der schießen kann. Machen wir den, setzen wir den mal da hin. Also, der verendet. Der kann nichts mehr. Der kann den machen, aber ich glaube, das ist dann auch egal. Und den könnten wir gleich wegziehen. Machen wir das einmal da drauf, aber... ja. So, damit sollten die aber beschäftigt sein. Oh, der kann noch. Also, ich glaube, dass der dahin wird. Der wird nichts machen. Der ist noch gefrostet. Und der wird wahrscheinlich dann darüber. Der hat schon eine Menge Hitpoints. Okay, der ist nächste Runde im Eimer. Nein! Ah, eine Verletzungsmarke, okay. Lähmender Fluch. Your command? Naja, aber das sind immer noch 3000 Hitpoints. For King and Country. Ich weiß nicht genau, ob das ausreicht, aber wir probieren's. Wunderbar. Ja. For my Camelot. Ja, der hier ist halt schon irgendwie so... akut gefährdet. I can't fight? Oh, und der hat alle Cooldowns damit platt gemacht. Dann können wir jetzt nur das machen. Time to feed the ravens. Das heißt natürlich, dass wir jetzt auch keinen Krempel mehr dazu holen können. Das macht da ja auch nichts. Machen wir mal so.
Ja. Gehen wir da hin, aber... Naja. Sword or sorcery? Einen kann der hiervon rufen. Dann setzen wir dem... den dahin. Kneel before your king. Blitzspalter. Your command? Naja, also der ist schon... problematisch da. Was kann der? Felsen. Also wenn der natürlich dann auch noch da drauf geht. Das geht nur für eine Runde. Also das ist schon ein Problem. Gegen das ich auch nicht viel machen kann ohne Heilung, ist das halt ein bisschen problematisch. For my Camelot. Dann würde der beide gleichzeitig angreifen können. Das dürfen wir auch nicht machen. Also müssen wir so stellen. Your orders? Naja, ich lasse den jetzt hier so stehen. Und spekuliere darauf, dass der nach vorne läuft und den angreift. Naja. Okay, der ist auch nächste Runde tot. Der ist weg. Okay. Okay, das war Knochenkäf. Das heißt, den müssen wir da jetzt rausholen. Oh, der hat sich... Naja, klar. Kann sich heilen. At your service, my lord. Mhm. Sword or sorcery? So. Da könnten wir... I fight for honor. Ja, das ist ein bisschen... Your orders? Time to feed the ravens. Den könnten wir, müssten wir wahrscheinlich hiermit wieder betäuben und Punkte wegnehmen. Wir können auch den wieder machen, da ist sowieso so ein geringer Cooldown drauf. Mhm. Machen wir noch. Ich könnte auch zu dem rüber chargen. Machen wir das mal. Er ist aber auch da zu stabil. What do you want? Eins. Eins, zwei. Dann setzen wir dem hier nochmal. Ich hätte den vorher machen müssen, dann hätte ich da noch einen rausziehen können. Let's see if I could help. Er könnte auch den einmal verwenden. Naja, machen wir mal den an. For king and country. Mhm. Nochmal, dann ist der jetzt im Eimer. Und dann sollten wir den angreifen. Zweimal normal, ja. Das Gute ist, dass wir jetzt drumrum stehen und Hinterhaltangriffe machen können. Aber wir müssen es halt irgendwie... Na, er wird jetzt möglicherweise sogar neue rufen. Oh! Alter Falter!
Okay, immerhin hat er... Ja, mein, der Schwachpunkt ist der Charakter hier. Wir müssen den... Der hat natürlich jetzt diesen... Den Angriff, der uns am meisten gebracht hätte, den hat er schon... verwendet. I fight for honor. Wir nehmen mal... Ja. Wir müssten... Das ist, glaube ich, so... Wir müssten die halt umbauen, so dass wir mit dem, mit einem Rumpel möglichst viel treffen. Da steht der im Weg. Ich würde die ganz gerne... Damit schiebe ich den aber... Damit könnte ich die 3 rüberschieben. Na, ja, wir probieren es mal. Also 1, 2, 3. Es kann... Ich kann dann aber keine Illusionen mehr casten. Naja, muss man so machen. Okay. Dann machen wir... Wir könnten den damit auch wieder angreifen. Können wir das irgendwie so machen, dass wir da einen mit töten? Machen wir erstmal den. Aber das reicht natürlich noch nicht. Your command? Ich glaube, die Reichweite ist... Ah, doch. So. Das könnten wir jetzt so machen. Dann würden wir den töten, den da vorne auch töten. Zusätzliche Punkte bekommen. So. Und wir haben damit auch ein bisschen wieder aufgeladen. Wir können jetzt rüber den hinterhalten. Bringen einen Bonusangriff auf den anderen. Und die könnten wir eventuell mit dem Kettenblitz dann umbringen. Wir kriegen den Bonusangriff ja noch nicht. 1, 2, 3. Machen wir so. Das reicht nicht. None can stand in my way. Damit wären beide tot. Na, das können wir natürlich nicht weitermachen. Sword or sorcery? Die haben ihre Punkte komplett verbraucht. Also der kann und muss den jetzt noch rufen. For King and Country. Also der stirbt eh, also müssten wir eigentlich den machen, damit wir den... Damit der da jetzt nicht zermatscht wird. Aber immerhin hat er damit wieder ein bisschen was aufladen können.
Ist das Schock? Ich weiß nicht, ob der überhaupt dann da durchkommt. Probieren wir mal. 100% Widerstand, also es war nix. Dann machen wir mal Genesung. Okay. Der wird jetzt wahrscheinlich den angreifen und dann den. At your service, my lord. Ja. Lähmender Fluch. Sehr schön. Komplett verschwendet. Und jetzt bringt er den auch noch um. Okay, perfekt. Das war... Oh, drei Attacken. Und den auch nochmal. Oh Gott, okay. Das war zwar ziemlich lächerlich, was der an Angriffen gemacht hat, aber die Anzahl der Angriffe war dann schon ein bisschen fies. Okay, der hat aber jetzt hier plus 60% Waffenschaden. Also wir könnten da jetzt mal versuchen... Ah, der hat noch Cooldowns. Der müssten... Your orders? Na, das ist alles... jede Runde ist quasi ein Spiel mit dem Tod, Spiel mit dem Risiko. 78, der macht ein bisschen mehr. Gift. Wann macht denn der die nächste Heilung? Also in drei Runden hätten wir die Viecher wieder. Ich sehe jetzt nichts zur Heilung. Eventuell hat er das nur einmal. Okay, dann werden wir dem jetzt mal eine Reihe von Viechern da hinstellen. Ah, okay, das ist ein bisschen blöd. Aber... Ja, da hätte ich ganz gerne nach da oben gestellt. Na, den sollten wir schon auch da drauf machen. Dann machen wir erstmal den. Jetzt können wir entweder zwei. Die greift er aber wahrscheinlich mit seinem Cleave-Angriff dann sowieso beide an. Also stellen wir lieber hier noch einen hin. Dann muss er sich ein bisschen vielleicht mehr entscheiden. Ich weiß es nicht. I fight for honor. Okay. I fight for honor. Der. Da kann man leider nicht sehen, wie lange das noch hält. Aber da ranzulaufen... Der hat auf jeden Fall seinen Laserangriff gemacht. Und wir müssen auf ein bisschen Entfernung bleiben. Ich gehe mal dahin. Und dann werden wir da abwarten, diese Punkte mitnehmen. Hier werden wir... das auch für die nächste Runde aufsparen und den jetzt nur normal schlagen. So. Wenn wir da hinlaufen, wir sparen die Punkte auf, damit erhöht er ja seine Aktionspunkte fürs nächste Mal und auch seinen Schaden. Das hat sehr gut funktioniert. So, jetzt gucken wir, dass wir alles raushauen, was geht. Und dazu trinken wir erstmal seinen Trank. Machen den hier. Und den hier. Dann, ich glaube, das bringt hier gar nicht so viel. Eventuell, es macht, glaube ich, Sinn, die Bewegungspunkte noch zu investieren, dass wir hier hinterhalten können. Jawohl. Rückenstich, Rückenstich, Rückenstich.
Ah, da hätte ich auch noch das. Dann machen wir den auch noch. Das sind noch zwei Schüsse. Na, das sind ja zwei Züge. Komm, machen wir den auch noch. Blub. Da hätte ich natürlich die Tränke vorher einwerfen sollen. So. Dann nehmen wir den Magier. Auch du. Waffenschaden. 55% mehr AP. So, dann einmal ein Feuerchen drauf. Doppelter Schaden. Nicht schlecht. Dann den hier. Ne, dann. Also sterben tut er in der Runde auf jeden Fall noch nicht. Machen wir. Der geht sowieso nicht. Machen wir den dahin. Dann den. Mhm. Wir könnten jetzt. Den noch setzen. Gucken wir erstmal, wie viel der anrichten kann. Der hat noch plus 60%. Auch da machen wir jetzt AP. Und Waffenschaden. 583% Waffenschaden. 627. Der hier kostet aber auch eben mehr, aber auch nicht so super viel. Den hauen wir da auch direkt drauf. Ne, wir machen das noch nicht. Das Problem ist, dass ich den wahrscheinlich dann wegfetzen würde, wenn... Machen wir so. Wir machen erstmal den. Mhm. Nochmal den. Und den. Und jetzt könnten wir den sowieso nicht mehr, aber den nochmal. Jawohl. Okay, dann hacken wir hier nochmal drauf. 200. Da ist nichts mehr übrig. Naja, der könnte halt einmal hier das Skelett holen. Und der kann jetzt nochmal drauf ballern. Das wird den aber natürlich nicht töten. Der sollte auf jeden Fall den machen. Das heißt, der ist im Endeffekt auch gesichert. Dann ballern wir jetzt hier nochmal drauf. Vielleicht macht man ja irgendwo mit doppelt. Ich weiß gar nicht, ob das damit geht. So. Damit haben wir jetzt jedenfalls alles rausgehauen. Schade. Ja, das ist eigentlich ziemlich egal. Und weg ist er. Okay. Ja, es hat gut funktioniert. Wir haben natürlich haufenweise Tränke verballert. Aber, passt doch. So. Da müssen wir natürlich dann danach ein bisschen einkaufen gehen. Wir gucken erstmal, ob wir hier noch irgendwelche anderen Kisten aufspüren können mit diesem... Arkan-Sichtbarkeit-Dings da oder das, was der Schütze halt hat. Naja, anscheinend nicht. So. I shall put this to good use. Ja, Wahnsinn. Einstein. Plum. Und ja, das werden wir uns dann danach mal ansehen. Ein Topaz. Okay, das ist der größte oder der beste Edelstein.
Okay, ansonsten ist jetzt hier nichts. Okay, Mission beenden. Gut, gut. Dann schauen wir mal. Blum. Geraint ist gestiegen. Blum. Okay. Ja, der ist halt leicht verletzt, aber der hat halt keine zusätzliche Verletzung, also kann so ein Ding bekommen, von daher ist das im Endeffekt auch egal. Solange der halt nicht noch mehr Schaden bekommt. So, Morgana erstmal, bevor ich das vergesse. Die macht hier wieder Ritterturnier. Das ist halt jedes Mal teurer Spaß, wo wir das Geld vorab abzwacken sollten. Dann machen wir mal den Stufenaufstieg hier. Wir haben 2 Punkte. Was können wir machen? Diese Meister der Blitze plus 10% Waffenschaden für Blitzfähigkeiten. Also das Ding, das ist ja schon ordentlich. Also das haben wir schon. Jetzt ist die Frage nur, Blitzfähigkeiten kosten 1 AP weniger. Das bezieht sich wahrscheinlich da drauf und da drauf. Das klingt schon... Blitzgetroffene oder betäubte Einheiten... Tötet eine Einheit durch eine Blitzfähigkeit, verringert alle aktuell aktivierten Abklingzeiten von Blitzfähigkeiten um einen Zug. Das heißt, damit können wir den noch häufiger benutzen und die Gegner noch besser kiten. Also das würde ich dann auch so machen. Wobei das natürlich bedeutet, dass der dir hiermit töten müsste. Das ist schon ein bisschen... grenzwertig, aber gucken wir mal. So, dann, was war denn das hier überhaupt? Das vermündete Ziel hält plus 3 Bewegungs-AP für einen Zug, kostet 1 AP. Beziehungsweise des Ziels. Ein Ruck kann nicht. Des Ziels um einen Zug. Das klingt auch ziemlich gut, aber es ist natürlich eine ziemliche Investition. Da müsste man hier für 2 Punkte erstmal quasi für Quatsch investieren. Naja. Das Gute hier dran wäre, dass wir damit die Cooldowns für den Magier reduzieren könnten um einen Zug. Das wäre schon ziemlich ordentlich. Naja. Dann würde ich wahrscheinlich den aber nicht nehmen wollen. Wir haben halt nur noch 2 Stufen, die wir steigen können. Also der Deckung gefällt mir nicht. Nur ein Gegner im Gefecht. Das ist natürlich für so Bosskämpfe gut. Ja, ich glaube, das mit dem Kiten, da könnte man eventuell drauf verzichten. Das hier ist schon extrem ordentlich. Okay, dann machen wir das anders. Ich lade jetzt hier mal kurz und dann machen wir, steigen wir den anders. Kleinen Moment. So, der legt halt hier ein Autosave an. Bei der Weltkarte. Oh, okay. Das hat er sogar danach autosaved. Nee, ja doch. Die ist da eingetragen, aber das hatten wir jetzt noch nicht. Also das machen wir jetzt ein bisschen anders. Das ist an sich zwar sinnlos, aber dieser Zusatzpunkt ist gut. Was ich deshalb machen werde, ist nur diesen einen AP, das hier investieren. Und dann haben wir einen Punkt über. Und dann hat er natürlich die ganze Zeit jetzt erstmal das Plus da stehen. Aber sobald er den nächsten Stufenaufstieg hat, kann er dann das nehmen... und das hier nehmen. Und dann kann der für 2 Aktionspunkte, kann der die Cooldowns von dem Magier reduzieren.
Und gerade da der Feuer, den zu reduzieren, ist halt extrem gut, wenn man den dann neu setzen kann. Oder nochmal Illusionen schneller hinknallen. Also das ist, glaube ich, schon sehr gut. Wir nehmen das hier schon, weil das ziemlich gut ist. Also die beiden Fähigkeiten, die benutzen wir halt sehr häufig dann zum Kiten. Und ich meine, der hat noch ordentlich gute Sachen zum Steigern. Also... dann gucken wir uns mal die Gegenstände an. Also wir haben das Schwert dazu bekommen, glaube ich. Wenn, dann ist das ja für ihn interessant. 6 Schaden während eines Duells. Na super. Das plus 2 Bewegungs-AP für jeden Kill mit einer Nahkampffähigkeit. Na, also viel hat er nicht an Nahkampffähigkeit. 6 Schaden für Rückenstiche. Für den ersten Zug eines Gefechts. Gefällt mir nicht so wirklich. Das, was der hat, ist zwar jetzt auch nicht so super gut, aber... Aber das hier bringt Rüstung. 5 Rüstung? Ernsthaft? Nee, das ist... Das ist Rüstungsbruch. Ja, okay. Naja. Nee, dann behalten wir das so, wie es ist. Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Bei dem hier kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Wachtangriff, das ist auch Quatsch. Also das können wir verkaufen. Und das ist gar nicht so schlecht, aber auch nicht gut genug. Okay, dann verkaufen wir die auch direkt. Zack und zack. Und das nächste. Rüstung. So, da haben wir... Gehen wir erstmal raus, damit ich das nicht versehentlich verkaufe. Siegel der göttlichen Gunst. Ausweichen im ersten Angriff des Gefechts. Nee. Ausweichen beim ersten 1 erlittenen Gelegenheitsgriff. Nee. 5 Schaden während des ersten Gefechts nach dem Ausruhen. Nee. Nee, das ist nicht so überzeugend. Und keine Rüstung dazu. Also für die wäre das natürlich... Ach, der können wir jetzt zumindest die Sachen schon mal geben. Dann gammeln die ja nicht mehr im Inventar rum. So. Bewegungs-AP, Zügedauer für erlittene Blutung ist natürlich auch eher so meh. Erlittener Schaden durch Ferngriffe ist auch meh. Also das ist auch... Das wäre zwar so das Beste, aber das ist natürlich insgesamt auch nicht so super gut. Nehmen wir den... Ist zwar nicht besonders toll, aber es ist besser als das, glaube ich. Auch wenn die Rüstung hier schon verlockend ist. Dann können wir das ja auch verkaufen. Zack. Und dann schauen wir uns die nächsten Sachen an. Wir haben Edelstein der Zerstörung. Gegen Fernkampfangriffe. Rüstung wiederhergestellt. Okay. Angriffe verursachen 18% Verwundbarkeit für 2 Züge. Physische Schwächungsresistenz. Eine Dauer von Blutung. Hilfs-AP für Genesung. Für diesen Genesung. Ach, das kann nur Verteidiger verwenden. Das macht das Ganze natürlich begrenzt sinnvoll. Naja. Also da jetzt. Ja, ne? Nicht so der Fan. Dann haben wir noch Schaden gegen Einheiten mit Blutung. Plus 4 Loyalität. Plus 1 Zugdauer von Blutung. Das kann anscheinend jeder machen. Und die. Den ersten Kill in jedem Zug. Schaden gegen Fomoria. Aber die hat, glaube ich, hier das mit dem Blutung. Ziel erleidet Blutung verursacht. Aber Zugdauer ist halt immer so... Aber die kann das für die Loyalität brauchen. Okay. Also wir machen da jetzt Folgendes. Wir geben ihr... Ach, das er kann auch nur Arkanist nehmen. Was hat denn der aktuell? Belangsamungsbann. Schaden für 2 Züge für jeden Kill. Beim Ausruhen. Das ist so schlecht eigentlich auch nicht. Okay.
Ich habe ungern hier Sachen rumliegen. Das mit der Loyalität gefällt mir ziemlich gut. Ach, das tauscht den Ring aus und nicht das Ding. Moment. Ersten Kill, Schwächung, Schaden gegen Fomoria. Loyalität. Naja, das kommt drauf an, wie stark die Loyalität da nützlich ist. Da haben wir auch Loyalität drauf. Das kann aber auch jeder nehmen. Also ich nehme das hier mal raus. Das rein. Damit sind wir auf gut angekommen. Ah, nee, damit sind wir immer noch auf gut. Aber ich glaube, da könnten wir die umbauen und dann würden wir da mehr von rausbekommen. Also die hatte das hier vorher. Okay, also das hier ist, kann auch jeder nehmen. Also jeder, der Stufe 20 ist. Dann gebe ich dem das jetzt einfach, um das zu lagern. Das Problem ist natürlich, da dran zu denken, dass der das noch hat. Das, naja. Die hätte aber auch noch die Möglichkeit, da muss ich auch mal gucken, das ersetzt was anderes. Also die beiden Sachen am Ende, die können wir auf jeden Fall verkaufen. Das machen wir auch direkt. So, den. Und den auch wieder aufpassen, dass das, weil das immer hin und her getauscht wird, was sie angelegt haben und was man gerade anvisiert hat. So, plus 28% Bannstärke. Ja, ich meine, das, was die anhat, ist sowieso Quatsch. Also das hier ist auf jeden Fall gut und für sie auch eigentlich, ja. Einheit mit Frost, Dauer von Gift. Okay. Also das hier werde ich jetzt noch, ups, das hier werde ich jetzt noch verkaufen. Blöpp. Und das andere, das behalte ich jetzt mal. Aber ich denke, das ist schon ganz gut. Also die hat schon eine gescheite Ausrüstung. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, ach so, wir können noch gerade gucken. Wir hatten ein Buch bekommen. Genau, negative Eigenschaft wird entfernt, aber das ist eigentlich, naja. Hatten wir in der Moral, ne, Moralübersicht, da passiert so viel ja nicht, im Tagebuch bei den Herausforderungen, haben wir da nochmal was zum Abholen? Ne. Dann, da hatten wir den Punkt über, dann sollten wir beim Händler erstmal noch einkaufen. Also plus AP, plus Schaden. Gucken wir mal grad. So, der, also plus AP finde ich eigentlich immer besser als das mit dem Schaden. So. Kombination ist natürlich am tollsten. So, okay, dann haben wir auf jeden Fall dann noch über. Wir hätten noch 590 und 300. Ich glaube, damit können wir nichts anstellen. Beim nächsten Mal hätten wir dann vielleicht das hier und damit dann auch alles erledigt. Mit diesem Neuschmieden, das gucken wir uns dann an. Ich glaube, das ist aber vermutlich jetzt noch nicht wert, damit irgendwas zu machen. Das ist alles erledigt. Ja, ich glaube, damit hätten wir es. Beim Händler könnten wir mal kaufen noch. Ich glaube, gucken noch, ob was zu kaufen ist. Nach nächstes auffüllen. Brand mit 20% Schaden für einen Zug. Ja, aber das ist halt, das, was der hat, ist halt so viel besser. Na, wobei da 5 mehr Basisschaden drauf ist und seine Waffe nur Stufe 15 ist. Aber diese 9 Schaden für Flächenangriffe, was nun mal die stärksten sind. Gegen Einheiten mit Brand, 2 Zugbauer, Dauer von Brand.
sofort nach dem noch verbleibenden Schaden und enden dann. Wird aktiv, nachdem 18 Zauber gewirkt wurden. 18 Zauber. Aber das zählt halt über die gesamte Mission. Könnten wir sowieso nicht kaufen. Also eigentlich brauchen wir da gar nicht gucken, weil wir uns da nichts leisten können. Hier haben wir... Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wann das zuletzt aufgefüllt wurde. Hatten wir die beim letzten Mal schon. 12 Schaden gegen Einheiten, die größer sind als ein Feld. Plus 1 AP. Wäre ja für ihn. Plus 1 AP ist halt schon krass. Beim Ausruhen werden 10 LP wiederhergestellt. 7 Schaden während des ersten Gefechts nach dem Ausruhen. Ja, es ist halt für, also gegen Bossgegner schon sehr gut. Und gegen alle anderen auch gut, wegen dem plus 1 AP. Kann man sich theoretisch gönnen für 3600, was natürlich auch eine Hausnummer ist. Immunität gegen Betäubung, plus 1 AP, Ausweichen am ersten erlittenen Zug. Ja. Nahkampfangriffe gegen den Helden, das ist halt so ein Tank-Dingen, Blocken und so weiter. Dem Bogen hatten wir, glaube ich, zuletzt schon einen besseren gekauft. Schaden für Rückenstiche. Wieder. Naja, okay. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ja, also die Axt, die finde ich schon ziemlich gut. Aber würde ich, glaube ich, jetzt erstmal nicht nehmen. Naja. Wir gucken mal auf die Weltkarte. Was gehen... Wir hatten da jetzt 2 neue Missionen. Okay, also wir müssen auf jeden Fall diese Skigeister noch nicht erledigen. Wir hätten den Wagprinzen, dann müssten wir wieder gegen Fomoria kämpfen. Okay. Und wir hätten ein geheimes Lager. Und da müssten wir gegen Pikten kämpfen. Das wäre auch mal wieder interessant. Ist mir alles lieber, als gegen die Ski zu kämpfen. Die ganzen Fernkämpfer, die sind einfach brutal. Also, ich denke mal, wir werden beim nächsten Mal die Pikten angehen. Das ist zwar 23, aber ich glaube, das ist einfacher als die 21er-Mission. Sehen wir dann. Das war's aber dann für dieses Mal. Neue Folgen immer samstags und sonntags. Und dann noch weitere Folgen über die Woche. Dieses Mal muss ich mal gucken, weil wir das ja jetzt an einem Mal geschafft haben. Müssen wir mal sehen, wie ich das... Muss ich mal gucken, wie ich das ausbalanciere. Das soll's für dieses Mal aber gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.